Seit heute gehört Indien dazu, zu den Nationen, denen eine Mondlandung geglückt ist. Die Sonde Chandrayaan 3 setzte heute sicher auf dem Erdtrabanten auf. Die Landung verlief sanft und nach Plan. Indiens Premier Modi verfolgte das Manöver per Video von Südafrika aus, wo er am BRICS-Gipfel teilnimmt. Jubel und Erleichterung über die erfolgreiche Mission waren im Kontrollzentrum in Bengaluru groß. Außer Indien sind bislang nur den USA, der früheren Sowjetunion und China Mondlandungen gelungen. Und ich frage nach bei meinem Kollegen David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Wie schwierig war denn diese Landung auf dem Erdtrabanten? Also an sich war sie jetzt nicht schwieriger als andere Landungen. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht schwierig war. Sie haben es eben gesagt, Indien ist jetzt erst die vierte Nation, die es geschafft hat, überhaupt auf dem Mond zu landen. Am schwierigsten an so einer unbemannten Landung ist, dass die Sonde eigentlich komplett programmiert werden muss und vorprogrammiert. Funksignale zwischen Erde und Mond brauchen etwa eine Sekunde in jede Richtung. Das heißt, man hätte 2 Sekunden Verzögerung, wenn man die Sonde fernsteuern wollen würde. So kann man nicht landen, so kann man nicht reagieren. Also alles ist vorprogrammiert und da muss dann für jede Eventualität geplant sein. Und das ist sehr schwierig. Das ist letztendlich auch, warum Chandrayaan 2 schiefgelaufen ist, der letzte Versuch der Inder, da kam es zu einem Problem, für das die Sonde nicht eingestellt war. Was kann denn die Sonde, da ist ja hinzuzufügen, dass sie am Südpol gelandet ist? Also die Sonde an sich sieht so ein bisschen aus wie die Apollo-Mondlandefähre, finde ich, aber sie ist kleiner und natürlich unbemannt. Und an Bord hat sie einige wissenschaftliche Instrumente und auch einen kleinen Rover, der dann die Gegend um die Landestelle erkunden soll. Hauptsächlich sollen Sonde und Rover dann in den nächsten 2 Wochen das Gestein und das sogenannte Regolith, das ist der feine Sand auf der Mondoberfläche, das sollen sie untersuchen. Mit dem Rover will die indische Raumfahrtagentur ISRO aber auch prüfen, wie viel Wasser in Form von Eis nahe der Oberfläche ist. Das gibt es nämlich am Südpol viel. Indien gilt ja immer noch als Schwellenland. Welche Bedeutung hat die Mission für Indien? Also Indien nimmt die Raumfahrt politisch sehr wichtig, sehr ernst. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die Raumfahrtagentur ISRO direkt Premierminister Modi unterstellt ist. Bei Chandrayaan 2 saß er auch mit dem Kontrollzentrum. Heute hat er sich aus Johannesburg zugeschaltet. Und dann auch sofort nach der Landung sich an das Team und das ganze Land gewandt. Und dann in seiner Rede auch an alle Bürgerinnen und Bürger der Erde und den Erfolg der gesamten Menschheit zugeschrieben, speziell aber dem globalen Süden. Also Indien nutzt diese Mission schon auch, um sich geopolitisch zu positionieren. Aber, das muss man auch dazu sagen, zum Leitbild der ISRO gehört schon seit der Gründung, dass die indische Raumfahrt eigentlich nicht dazu da ist, die großen protzigen Missionen durchzuführen, mit denen Macht demonstriert werden kann, sondern es geht um die Wissenschaft, die Erkundung des Weltalls und das Lösen von Problemen hier auf der Erde. Wie sieht das Gesamtkonzept aus der indischen Raumfahrt? Also die Augen der ISRO sind derzeit auf jeden Fall weit rausgerichtet, eher weniger in die erdnahe Gegend. Mit der japanischen Weltraumagentur JAXA ist eine weitere Mondmission geplant. Außerdem hat man den Mars und die Venus im Blick. Ein Weltraumteleskop ist geplant und dann hat man sich auch zum Ziel gesetzt, selbst Astronautinnen und Astronauten ins All schicken zu können. Damit wäre Indien dann auch die vierte Nation, die das geschafft hätte nach USA, Russland und China. Und dann hat die ISRO im Hinterkopf, würde ich jetzt mal sagen, auch Menschen auf den Mond zu bringen. Da ist noch nichts geplant, aber es ist ein klares Ziel. Warum haben denn so viele Länder zurzeit den Mond im Visier? Wieder im Visier, muss man ja sagen. Jahrzehntelang schien das gar nicht so interessant. Also aktuell ist es vor allem das Wasser, das ich schon erwähnt habe, auf dem Mond, das interessant ist am Südpol. Dort gibt es manche Krater, auf die kaum Sonnenlicht trifft. Dort ist es sehr kalt und deswegen kann es sein, dass das Wasser dann relativ nahe an der Oberfläche ist. Und das soll diese Mission jetzt überprüfen unter anderem. Und wenn wir an dieses Wasser rankommen würden, dann wäre das doppelt spannend, weil einerseits würde für eine mögliche Mondbasis dann das Wasser schon vor Ort sein. Das müsste dann nicht extra jedes Mal hingebracht werden. Und außerdem kann man aus Wasser Raketentreibstoff machen. Und dann könnte man aus dem Mond so eine Art Tankstelle auf dem Weg zum Mars oder anderswohin ins Sonnensystem machen. Es waren übrigens auch die Inder mit ihrer ersten Mondmission, Chandrayaan 1, die das Wasser erstmals auf dem Mond nachgewiesen haben.
Und damit vielen Dank an David Beck aus der Wissenschaftsredaktion vom SWR. Wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen.